Meine Familie war eine der angesehensten in Jerusalem, bis wir betrogen wurden. Von meinem eigenen Bruder. Messala! Du weißt, wir haben nichts Falsches getan. Rom verlangt nach Blut. Ans Kreuz mit ihnen. Nein! Gehen wir jetzt mal mit einem irrsinnigen Fakt an den Start. Und das ist wirklich kein Witz. Die Neuverfilmung des Buch- und auch Filmklassikers Ben-Hur ging mit dem Segen von Papst Franziskus an den Start. Während des Drehs in Rom besuchte nämlich Rodrigo Santoro eine Audienz seiner Heiligkeit und wurde gesegnet. Der Grund? Santoro, der in 300 noch den Perserkönig Xerxes spielte, tritt hier als Sohn Gottes auf. Und weil Jesus hier eine etwas größere Rolle spielt als noch in William Wylers Film aus dem Jahre 1959, wollte der Schauspieler wohl auf Nummer sicher gehen. Genützt hat es aber nichts. Vergiss nicht, als Erster ins Ziel, als Letzter in den Tod. Unter der Regie von Wanted-Macher Timur Bergmantow ist hier ein Remake entstanden, das mich wirklich hin und her gerissen hat. Im Prinzip geht es nach wie vor um den jüdischen Edelmann Judah Ben-Hur, der durch ein Missverständnis zum Galeerensklaven gemacht wird. Und nach mehreren Jahren der Qual gelingt ihm dann die Rückkehr endlich nach Jerusalem, wo er sich bei einem Wagenrennen an seinem Erzfeind Messala rächen will. Doch der ist eben nicht nur ein Jugendfreund, sondern wird hier als Judas Adoptivbruder eingeführt. Eine recht frische Idee. Doch weil Ben-Hur zu Beginn so blass und auch wirklich überprivilegiert rüberkommt, hatte ich mehr Sympathie und auch Verständnis für den eigentlichen Gegenspieler. Keine allzu nützliche Grundlage für ein Leidensepos. Es gibt einen Weg. Besiege deinen Bruder in der Arena. Dann bekommst du deine Rache. Du hättest nicht kommen sollen. Du hättest mich töten sollen. Und dieses Wechselspiel aus Licht und Schatten, das zieht sich wirklich durch den kompletten Film. Zum Beispiel wirkt die erste Stunde so flüssig wie auch interessant. Aber die zweite Stunde dann manchmal so zäh wie die 213 Minuten des Vorgängers. Mir hat aber auch gefallen, zum Beispiel, dass Judah für das Attentat eines Zeloten an Pontius Pilatus büßen muss. Das ist näher am geschichtlichen Hintergrund als die Version von Wyler. Aber in der war es eben nur ein loser Ziegel, der das Leid über die Familie Ben-Hur brachte. Und das war für mich auf der anderen Seite viel tragischer, als dass man sich einen Attentäter selber freiwillig ins Haus holt, wie in diesem Fall. Naja, und mit den letzten, dann auch viel zu versöhnlichen Minuten des Films ruiniert sich Bergmantow so gut wie alles, was er an Drama davor kreiert hat. Ich beginne eine Revolution und befreie uns alle. Nun, wie gefällt dir das, Bruder? Komm schon! Los! Wofür sich Ben-Hur aber auf jeden Fall lohnt, ist in diesem Fall die Action. Der Höhepunkt ist natürlich das legendäre Wagenrennen, bei dem sich der russische Regisseur nicht lumpen lässt. Trotz einiger Schnittgewitter-Eskapaden kann er der Zirkusschlacht wirklich ein paar sehr aufregende Perspektiven und jede Menge Wucht abgewinnen. Zum Beispiel mit Köpfen, die am Sandstein abgeschmirgelt, oder Reiter, die von Pferdehufen zermalmt werden. Mein Highlight war allerdings die Galeerenschlacht, die Bergmantow fast komplett auf der Augenhöhe der Sklaven zeigt und inszeniert hat. Wirklich eine der besten Sequenzen meines Geschmackes, die Bergmantow jemals gedreht hat. Dieses Schiff ist euer Körper! Diese Trommel ist euer Herzschlag! Und euer Gott ist das glorreiche Rom! Festhalten für den Aufpreis! Machen wir uns jetzt nichts vor. 11 Oscars wird Ben-Hur 2016 auf jeden Fall nicht abräumen. Dafür fehlt es ihm einfach an mitreißender Charakterbildung und vor allen Dingen auch an Drama. Und dafür ist er an einigen Stellen einfach auch unfreiwillig komisch. Nicht, dass der Film daran schuld ist, aber es gibt eine Szene, bei der konnte ich nicht anders, als in meinem Kopf Always Look on the Bright Side of Life mitzupfeifen. Doch wer weniger Epos erwartet und mehr Sandalen-Action mit Anleihen aus 300 oder Gladiator erwartet, für den heißt es in diesem Fall Manege frei. Er muss sich halt darauf einstellen, oder sie muss sich darauf einstellen, dass Ben-Hur sein Ziel auf allen Ebenen nur sehr, sehr gebeutelt erreicht. Meine Ranks-Tags: Timur Bergmantow, Klassiker-Remake, Over-the-Top-Action, genießbar und Fast and Furious Wagenrennen.
Willkommen im Medellin-Kartell. Pablo verdiente damit über 5 Millionen Dollar pro Woche. Estás gastando mucha plata, Pablo. Usted lava el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Der größte Vorwurf, den sich Narcos wirklich gefallen lassen muss, ist, dass die Serie nicht viel Neues bietet, wenn man sich schon einmal mit der Materie befasst hat. Aber das war mir herzlich egal in diesem Fall. Die Ausstattung, die Einbindung von TV-Aufnahmen der damaligen Zeit und der abgeklärte Blick auf alle Seiten im Kampf gegen die Drogen, das alles macht Narcos für mich zu einer absolut überragenden Serie.